sie halb wach und ich trink meinen heißen Kaffee. Schau ins Wochenendblatt, Mann, die Arbeit bleibt knapp und in Afrika fiel gestern Schnee. Nicht viel Neues passiert, was mich jetzt interessiert, nur verloren hat mein Fußballverein. Will mich gerade beeilen und da lese ich die Zeile einer Anzeige auf Seite 9. Zu verkaufen ein schneeweißes Brautkleid, niemals getragen bisher. 2 Jahre alt, doch ein Kleid wie gemalt, fast geschenkt, denn ich brauch es nicht mehr. Zu verkaufen ein schneeweißes Brautkleid, Steppe und Schleier dabei. Damals gekauft, aber niemals gebraucht, Telefon 2103. Diese Nummer, der Ort, beides kenne ich noch gut. Schließlich war ich schon beinahe ihr Mann. Es war feige und mies, als ich sie dann verließ. Aber trotzdem, ich ruf sie jetzt an. Das ist 2 Jahre her und wir wohnen bei mir, haben Kinder und sind schon zu viel. Und es tut mir nicht leid, dass ein schneeweißes Brautkleid uns am Ende zusammengeführt. Zu verkaufen ein schneeweißes Brautkleid, niemals getragen bisher. 2 Jahre alt, doch ein Kleid wie gemalt, fast geschenkt, ich brauch es nicht mehr. Zu verkaufen ein schneeweißes Brautkleid, Schleppe und Schleier dabei. Damals gekauft, aber niemals gebraucht, Telefon 2103. Zu verkaufen ein schneeweißes Brautkleid, niemals getragen bisher. 2 Jahre alt, doch ein Kleid wie gemalt, fast geschenkt, denn ich brauch es nicht mehr. Zu verkaufen ein schneeweißes Brautkleid.